wieder ist es Sonntag, es ist Vlog-Zeit, ich sehe kacke aus, aber das Bild ist irgendwie anders. Das Bild ist sensationell gut, oder nicht? Der Ton ist wahrscheinlich nicht, weil hier habe ich mein Handy versteckt und damit nehme ich den Ton gerade auf. Und da steht eine Kamera und dahinter steht eine Frau. Die Frau kennt ihr höchstwahrscheinlich. Ich bin mal wieder bei Miss Mia Maus und wir müssen nämlich weiter Little Big Planet aufnehmen. Und sie versucht mich gerade krampfhaft abzulenken, aber ich versuche mich jetzt einfach mal nicht aus dem Konzept zu bringen. Auf jeden Fall hat sie mir angeboten, dass ich mal ihre sensationell geile Kamera nutzen darf, damit ich so optisch mal total gut aussehe, aber halt auch nur vom Bild her. Also ich halt nicht, aber das Bild ist halt schön, wenn ihr versteht, was ich meine. Der Vlog wird nicht ganz so lang, weil erstens befinden wir uns hier auf militärischem Übungsgelände und wir wurden vorhin schon wieder auf die Wege geschickt. Da sind die Feldjäger an uns vorbeigefahren, haben gesagt, entschuldigen Sie mal, haben Sie das Schild gelesen? Ja. Was steht denn da drauf? Ja, während der Übungszeiten betreten verboten. Ja, richtig, was steht da zu den Wegen? Nicht verlassen. So, haben wir halt nicht gelesen, haben wir trotzdem die Wege verlassen. Ich stehe jetzt hier auch quasi außerhalb des Weges. Hier dürfte ich eigentlich auch nicht stehen, ich werde bestimmt gleich erschossen. Außerdem ist es kalt. Und Mia und ich, wir waren gestern, haben wir ein bisschen was getrunken und deswegen müssen wir halt auch möglichst bald uns auf die Couch schauen und The Walking Dead schauen. Irgendwie so 5 Staffeln oder sowas. Gibt's zwar noch nicht, aber was soll's. Nee, und deswegen nur ganz kurz und knapp. Und zwar, wie gesagt, Little Big Planet begann am Freitag vorgestern und wird am Mittwoch übermorgen weitergeführt. Und es ist sehr erfolgreich, so wie ich das sehe. Also ich habe da gesehen recht viele Klicks, nur positive Kommentare und auch sehr viele Daumen nach oben, kein Daumen nach unten. Spätestens jetzt kommt dann der Daumen nach unten. Ich weiß, mach das ruhig, lieber Mensch. Aber ich freue mich sehr, weil uns macht dieses Projekt auch extrem viel Spaß. Und jetzt kommt höchstwahrscheinlich ein Blatt ins Bild gefahren. Ja, oh, ist das toll, wie das hier alles in Szene gesetzt wird. Das ist sensationell. Und nee, da müssen wir auf jeden Fall weiter aufnehmen, deswegen bin ich, wie gesagt, wieder einmal bei mir und das ist schön. Total. Und wir werden, außerdem werden wir, also nicht wir, nicht Mia und ich, sondern wir gemeinsam, also ich und ihr oder ihr und ich, wir werden natürlich weiterhin dann Livestreams bestreiten. Letzten Sonntag war der erste, dann am Mittwoch war der zweite. Und wie gesagt, immer sonntags und mittwochs, wenn ich zu Hause bin und wenn ich Zeit habe, werde ich Streams machen. Momentan eben mit Trials Fusion und den Herausforderungen. Wenn das dann abgeschlossen ist, dann überlege ich mir irgendwas anderes. Höchstwahrscheinlich ein Spiel, währenddem ich dann ein wenig besser euch auch im Chat beobachten kann, ein bisschen stalken kann, damit ihr euch mal fühlt wie so ein durchschnittlicher YouTuber. Und damit wir uns halt mehr unterhalten können, während ich eben spiele. Mal schauen, was es dann wird. Auf jeden Fall machen die Livestreams extrem viel Spaß. Und nur am letzten Mittwoch war ich nicht so fit. Deswegen war ich da ein bisschen lahmer als am Sonntag, hatte ich zumindest das Gefühl. Aber insgesamt scheint ihr auch recht gut Spaß gehabt zu haben. Und deswegen wird das auf jeden Fall weitergeführt. Meine Abnehmpläne, Freunde. Die, da lacht jemand auch direkt hinter der Kamera, ist ja klar. Die, gehen weiter voran. Ich esse auf jeden Fall weniger Mist. Wobei wir gleich tatsächlich uns überlegt haben, dass Pommes. Dass wir auf dem Rückweg werden wir ganz kurz mal bei einem Laden mit einem großen gelben M vorbeifahren. Bei Murat. Wir fahren bei Murat vorbei und holen uns da Pommes. So sieht das aus. Aber ich esse eben eigentlich weniger Schrott und ich komme eigentlich auch zu recht viel Sport. Nur die letzten 3 Tage habe ich es echt schleifen lassen, muss ich ehrlich gestehen. Aber spätestens, wenn ich wieder in Hamburg bin, wenn ich wieder meinen Rhythmus drin habe, dann greife ich wieder an. Ich sag euch. Spätestens dann werde ich abnehmen. Insofern bin ich zuversichtlich, dass ich Anfang Juni tatsächlich 5 Kilo abgenommen habe. Dann nur noch 92 Kilo wiege. Ich höre sie ständig rascheln. Ich denke die ganze Zeit, hier kommt gleich irgendwie ein Bundeswehr-Fuzzi und hält mir eine Waffe an den Kopf. Wäre doch mal was. Wäre doch mal echt interessant. Habe ich sonst noch was zu erzählen? Habe ich mir noch irgendwas aufgeschrieben? Ich glaube nicht. Es ist weiterhin dieses recht aufwendige Projekt in Planung und habe ich auch schon ein bisschen was angefangen. Werdet ihr demnächst dann halt höchstwahrscheinlich auch mal sehen. Ich hoffe, so innerhalb der nächsten 3 Wochen werde ich das mal fertig bekommen, die erste Folge.
Und ansonsten war es das im Grunde genommen auch schon. Ich habe gar nicht mehr so viel zu sagen heute mal. Aber es ist wie gesagt auch scheiße kalt irgendwie. Sieht gar nicht aus wie Frühling momentan. Ist eher so, ist überhaupt schon, ist noch Frühling, ne? Wann ist Sommer? Ab wann ist Sommer? Ab? Wissen wir beide gerade nicht. Ist ja auch, schreibt es bitte in die Kommentare. Ich möchte wissen, wann Sommer ist. Ab Juli. Okay. Ihr habt es höchstwahrscheinlich nicht gehört. Aber ist ja nicht so schlimm. Ich sage einfach mal okay. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Eine schöne Woche. Ich hoffe, dass der Vlog überhaupt heute am Sonntag kommt. Mein Laptop ist ja immer ein bisschen langsamer. Deswegen wird er wahrscheinlich recht spät kommen. Und wir sehen und hören uns auf jeden Fall dann nächsten Sonntag im nächsten Stream und auch natürlich wieder in einem Vlog. Früher werde ich wahrscheinlich nicht zum Stream kommen, am Mittwoch bin ich wahrscheinlich noch nicht so richtig fit oder auch noch nicht zu Hause, ich weiß es nicht, mal gucken. Je nachdem, wie wir so mit Little Big Planet vorankommen. Ich würde sagen, ich mache jetzt echt Schluss, weil, wie gesagt, wir müssen ja nicht immer irgendwie 20.000 Jahre reden und im Grunde genommen nichts sagen. Insofern, wie gesagt, habt eine gute Woche. Grüßt eure Familie von mir, Partner und so weiter, bitte mit Zunge küssen und nackt vor allem. Also, habt eine gute Woche, bis nächste Woche und tschüss. Das war toll. Nicht so effektiv. Jetzt, da. Why don't you just leave me alone? The straw long ago cracked the camel's backbone. I'd rather just feel alone than feeling all the feeling that I feel when back home. Cause I can be me and my own, and now you're coming at me gunning like Rambo, that's cold. So I just keep in the zone and let the bullets fly by.